machst dich aber ganz schön an den Sebastian ran, ne? So mit Hemd abnehmen und so. Das hat er mir angeboten, das habe ich nicht abgenommen. Ja, aber wenn man die ganze Zeit an seinem Po klebt, dann kann das auch nur angeboten werden. Ich habe quasi das ausgesprochen, was viele sich seit Tagen irgendwie denken. Und ich bin halt ein sehr direkter Mensch. Und ich mache das nicht hintenrum, sondern ich mache das direkt von der Person halt gerade raus. Ja, ist doch auch okay. Also finde ich auch gut, wenn man mir das ehrlich sagt. Ja, ich finde schon, dass du viel an ihm klebst, im Gegensatz zu vielen anderen. Aber ist ja deine Sache. Wenn es wirklich so schlimm ist und einen so sehr stört, dass man das jetzt sofort ansprechen muss, dann hätte ich mich darüber gefreut, wenn sie mich beiseite genommen hätte und das unter vier Augen besprochen hätte und einen anderen Ton gewählt hätte. Natürlich schlägt so eine Aussage bei mir sehr ein. Also Leute, findet ihr das schlimm, wenn man beim Gruppendate die Nähe zu jemand anderem sucht? Ist das krass störend? Wieso wurde das kritisiert? Kim hat mir gesagt, ja, du bist schon sehr bei Sebastian. Dann meine ich, ja, kann sein. Und dann hat sie gesagt, ja, du klebst schon sehr an seinem Arsch. Dann meinte ich so, ja, danke für dein direktes Feedback, dass du es mir direkt sagst. Wie besser als wie hinter meinem Rücken oder sonstiges. So, was machen wir denn jetzt? Ja, aber wieso? Wie gehen wir mit der Situation jetzt um? Nee, ich finde es halt mega unnötig. Hätte ich jetzt irgendwie hinter dem Rücken geredet, würde ich sagen, okay, ich verstehe dich. Aber so ist halt mega unnötig. Das ist so einfach, ich brauche Aufmerksamkeit. Und ich habe halt von Anfang an gesagt, am allerersten Tag, die ist falsch. Und keiner wollte auf mich hören. Glaube ich, irgendwie keiner wollte auf mich hören. Ja, nee, Leonie, kannst du mal bitte hier kurz... Ich kann das jetzt gerade nicht. Komm mal bitte. Nee, ich mag das nicht. Ich meine das jetzt gar nicht böse, gell, aber ich fand das jetzt gerade irgendwie... Also, ich mag sowas nicht. So, in Abwesenheit von Leuten, wenn die jetzt nicht da sind. So, und dann sprichst du da über halt das, was mit euch war. Ich mag das nicht. Warum musst du denn noch da weiter drüber sprechen? Ja, okay, aber das sind ja die einzigen Menschen hier, mit denen ich gerade reden kann. Ja, aber es geht nicht um die Gruppe. Es geht gerade nur um dich und mich. Und ich sage dir gerade irgendwas und es hat dann nichts mit der Gruppe zu tun. Also ich habe jetzt hier gerade nicht meine Freundin sitzen, mit der ich gerade darüber quatschen kann. Ja, guck mal, ich bin gerade pullern, ich komme wieder, du hast gewartet, jetzt redest du damit. Und dann sage ich, ja Kim, ich sitze hier, natürlich höre ich dich. Ja, aber es ist doch auch nicht schlimm. Ja, gar nichts sich damit bezwecken. Alles klar. Ich habe nicht negativ über dich geredet, Kim. Aber ich habe nicht negativ über dich geredet gerade. Ist mir eigentlich auch egal. Hey, dürfen wir euch den Manfred vorstellen? Oh mein Gott, Manfred! Oh mein Gott! Wow. Oh mein Gott. Ich sehe wie Golding. Was ist los? Warte mal ganz kurz, Leonie. Oh, jetzt weint sie echt, oder was? Komm mal mit. Ich kann das nicht mehr. Ich war jeden fucking Tag, Mann. Ist das gar kein Problem. Und bei mir wird alles so krass auf die Goldwaage gelegt. What the fuck, Mann? Ich hab doch gar nichts gemacht, Leute. Ich hab ihr doch einfach... Elisa, ganz... Komm mal bitte mit. Ich bin doch auch nicht perfekt. Mit wem soll ich denn hier reden? Ich hab doch niemanden mehr. Ich weiß, aber die Situation eben, das war einfach nicht schön, weißt du? Ja, aber Kim haut auch einfach in der Gruppe raus. So, Kim, kannst du mir das nicht unter vier Augen sagen? So, du weißt ganz genau, dass Laura da sitzt, die mich voll hatet seit Tag 1. Hast du wieder ausgeteilt? Ich hab nicht ausgeteilt. Ich bin halt ein sehr direkter Mensch. Und wenn du halt über mich redest, wenn ich dabei bin und das halt höre, dann spreche ich es halt an. Du hast jetzt nichts falsch gemacht. Und wenn manche Mädels solche Aussagen treffen, dann musst du halt drauf scheißen. Hey. Ist, glaube wirklich manchmal nicht immer ganz einfach. Nee, aber das ist absolut nicht. Leb du mal mit 22 Frauen im Haus, da hast du auch keinen Spaß. Boah, man kann es auch übertreiben, Digga. Sendezeit. Durch solche beschissenen Situationen und Momente wirst du nur stärker. Du gehst aus. Ja, aber weißt du, dann denke ich mir jetzt wieder so, weil du zu mir kommst, weil du mit mir redest, krieg ich wieder voll krass Hate ab. Nein. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Doch. Ich kann nicht beurteilen, ob es eine Kleinigkeit war, ob es halt größer war. Weiß ich nicht. Aber als Außenstehender wirkt es jetzt erstmal als eine Kleinigkeit. Ja, nur weil jemand den Namen gehört hat, jemand das offen anspricht und dann in Tränen auszubrechen, ist für mich dann erstmal so eine Reaktion, wo ich sage, okay, merkwürdig. Reicht doch irgendwann. So, wir sind so viele Leute so, hä, ich rede nicht mal mit euch so. Macht doch euer Ding, lasst mich doch in Ruhe. So, ich bin auch nur hier, um meine Erfahrung zu machen, um jemanden kennenzulernen und nicht um mich hier zu beefen, so dass ich meine Art und Weise. Stopp. Wegen wem bist du hier? Ja. Hallo. Also, wegen wem bist du hier? Oh, Leute, ich finde das gerade richtig beknackt, wie das jetzt dargestellt wird. Nein. Das ist aber wieder diese Manipulation, sich wieder in die Opferrolle zu ziehen. Ich will jetzt nicht sagen, das war jetzt extra von ihr, aber ich könnte mir vorstellen, dass
manche Menschen dann auch weinen, um extra Aufmerksamkeit zu bekommen. Und dann hat es ja sogar noch funktioniert, dass ihr Sebastian Prinz Aufmerksamkeit geschenkt hat. Hm? Was ist passiert? Ja, Frauen, ne? Frauen, wenn es um Mann geht, haben wir alle verrückt, alle loco. Alle ein bisschen loco? Ja, klar. Versuch dir das nicht so zu Herzen zu nehmen. Du bist hier für dich und um mich kennenzulernen. Genau. Oder? Genau. Danke. Das bringen wir hin. Ja. Es ist wahnsinnig schwierig für mich, das wirklich objektiv beurteilen zu können. Mir fällt das schon auf, natürlich, dass sie auch gerne bei mir ist. Aber es ist jetzt tatsächlich nicht mehr, als das andere Frauen machen. Also ich weiß gar nicht, warum denen das bei Leonie dann offensichtlich so sehr auffällt. Nach der Rosen ist vor der Nacht der Rosen. Ihr wollt wissen, wie es nach der Rosen weitergeht? Dann schaut hier auf RTL Plus. Ihr wollt keine Rosen-News verpassen? Dann vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Für weitere Einblicke in die Bachelorwelt, klickt hier.